Mathematik, Ingenieurs- und Naturwissenschaften und Technologie gehören zusammen, weil sie aufeinander angewiesen sind. Wir verwenden diesen Ansatz, weil wir glauben, dass er die Kinder am meisten einbezieht. Und wir denken, dass wir ihnen Gelegenheiten und Möglichkeiten anbieten müssen, die MINT einschließen, wenn wir sie für das 21. Jahrhundert vorbereiten wollen. Wenn wir das aus der Sicht des Lernenden sehen, aus der Sicht des Kindes, die betreiben keine Mathematik und Wissenschaften und Technologie, sie leben und lernen einfach. Sie beschäftigen sich mit der Welt und lernen, sie zu begreifen. Carolyn Pratt hat hier die Einheit gesehen und das ist eines der großen Konzepte der Mathematik. Die Idee einer Einheit, eines Ganzen. Es ist toll, wenn Kinder im richtigen Leben die Erfahrung von mathematischen Brüchen, von Teilen und ihrem Verhältnis zueinander machen können. Darum geht es mir. Mathematik ist die Lehre der Verhältnisse in der Wissenschaft der Regelmäßigkeiten. Man kann später über alle möglichen abstrakten Dinge reden, aber es baut alles auf der Erfahrung auf, die Kinder mit gut durchdachten, gut strukturierten Materialien machen, wie zum Beispiel mit Bausteinen, die auf einem Grundmaß beruhen. Die Wissenschaft hier besteht darin, dass Alia weiß, dass sie einen Zylinder oder ein Auto herunterrollen lassen kann. Die Wissenschaft der Schwerkraft oder auch von Gleichgewicht. Die Kids versuchen dauernd, Dinge zu balancieren. Und jetzt wissen sie intuitiv, dass es umkippen wird, wenn sie da was draufsetzen. Und das kommt von der Erfahrung, die sie beim Arbeiten mit Bausteinen gemacht haben. Bei Technologie denken die meisten Leute an Computer oder iPads. Aber am Anfang von Technologie standen einfache Maschinen. Die schiefe Ebene, wie ein Auto eine Rampe herunterrollen kann, Rad und Achse, das sind diese frühen Technologien. Und wenn Kinder das begreifen, kann man später weitere Fähigkeiten darauf aufbauen. Man bringt MINT ins Leben der Kinder, wenn man sie mit Werkzeugen und Materialien arbeiten lässt. Und welcher Ort wäre dazu besser geeignet als der Aktivitäts- oder Gruppenraum mit einer kompetenten Fachkraft, die die Umgebung so vorbereiten kann, dass die Kinder sich mit den wissenschaftlichen Prinzipien und Ideen auseinandersetzen können, die mit dem Bauen von Konstruktionen zusammenhängen und herausfinden, dass sie zuerst mal umfallen. Sie fallen immer wieder um und naja, das ist halt ein Problem, mit dem ein Kind sich auseinandersetzen muss. Und dann kann er oder sie herausfinden, wie man es stabiler baut. Auf diese Weise erlebt man ein technisches Problem, man erlebt die Technologie des Werkzeugs und kann ein Problem als bewältigbar erfahren. Kinder im Vorschulalter, da muss man die notwendigen Grundlagen legen, um technologische und mathematische Konzepte zu verstehen. Ich glaube, dass sie anfangen zu begreifen, dass es immer noch eine weitere Frage gibt, dass es immer noch mehr gibt, was man herausfinden kann. Das ist wichtig. Es ist wichtig, das zu verstehen. Und wir wollen, dass Kinder in all ihrer Diversität dieses Verständnis haben, zu wissen, wie wichtig ihre Ideen sind.